dass man das selbst tut. Also ich sage jetzt mal, das Wünschen, das Manifestieren, das ist für mich Remote Doing. Also machen. Sehr schön, Remote Doing, das ist ein schönes Wort, ja. Ja. Beantwortet das die Frage? Ich versuche das gerade selber zu verarbeiten, diese Information, weil überhaupt das Thema Zeit und Manifestieren und das ist halt nicht, ja, zumindest wenn man es so will, in dieser Dimension nicht sofort eintritt und so weiter, sich das überhaupt irgendwie erstmal so klar zu machen und dann die Geschichte mit dem Remote Viewing 500 Jahre in die Zukunft sehen und es sprengt so ein bisschen meine Vorstellungskraft, deswegen wollte ich einfach mal hören, wie die Gäste über diese Geschichte denken. Also ich sehe es auch so, ich habe das Gefühl, ich kreiere irgendwie mein Universum selber. Ich bekomme da ständig Feedbacks, nur ich habe jetzt mit Remote Viewing überhaupt keine Erfahrung. Genau, das ist auch so ein Gedanke, der mich eigentlich tagtäglich beschäftigt. Ich frage mich auch immer, was ist Raum, was ist Zeit wirklich? Aber das ist, glaube ich, was wir mit dem Verstand überhaupt nicht fassen können. Also ich denke, die Antwort, die haben wir alle nur innerlich irgendwo, aber mit dem Verstand lässt das gar nicht beantworten. Ja, ich glaube, so wie dem Skype-Caller geht es sehr vielen, mir immer wieder dann natürlich eingeschlossen. Also ich meine, diese ganzen Themen, die wir da heute behandeln, sind teilweise sehr schwer greifbar und sie sind teilweise auch widersprüchlich, ja? Oder zumindest scheinbar widersprüchlich, manchmal tatsächlich, und vieles davon ist wirklich verwirrend. Also ich kann diese Verwirrung, die Sie haben, lieber Anrufer, sehr gut nachvollziehen. Ja, mein bürgerlicher Name ist Gero übrigens. Ah, hallo Gero, okay. Ja, noch eine Frage an die beiden Gäste? Ja, so Geschichten wie, wenn man jetzt Personen ausfindig macht, wenn jemand vermisst ist, dann gibt es ja anscheinend irgendwie einen Konsens oder es gibt halt einen Standort einer Person und diese Person kann man irgendwie ausfindig machen. Und jetzt wieder, um diese Brücke zu schlagen zum Manifestieren, wie würdet ihr das einschätzen? Wenn man jetzt tatsächlich vielleicht alles kreiert, kreiert man dann einfach das Universum, wo man die Person da platziert, wo man sie findet? Ich weiß nicht, ob ich die Frage so ganz richtig verstanden habe. Also wenn ich jetzt einen Vermissten... Moment, stell die Frage vielleicht... Gero, stell die Frage einfach noch einmal. Ich versuche sie anders zu formulieren. Also wenn ich jetzt... Ich meine, gehört zu haben, dass ihr... Ich habe die Sendung leider nicht von Anfang an verfolgt, dass ihr auch schon mal vermisste Personen versucht habt zu finden oder es war jemand anders. Habt ihr das schon mal probiert? Das war jemand anders. Das war jemand anders. Ja, da ging es, glaube ich, um diese Geiselnahme im Iran. Genau. Also... Ja, dann erübrigt sich die Frage eigentlich. Also mich würde interessieren, egal was man jetzt versucht, durch Remote Viewing zu erfahren, habt ihr das Gefühl, oder wie würdet ihr das einschätzen, ist es einfach, wie kommt das zustande, dass man dann so eine Konsensrealität kreiert, dass man halt irgendwas findet, was man vielleicht verifizieren kann? Also das ist schon irgendwie... ja, so ähnlich funktioniert wie ich gehe jetzt los und ich weiß, da hinten ist mein Supermarkt und da finde ich ihn, weil ich weiß, der Supermarkt ist da. Nur beim Remote Viewing habe ich ja im Prinzip keine wirklichen Ansatzpunkte oder Anker. Ich lasse einfach irgendwie, also so habe ich das Gefühl, ich lasse einfach das, was kommt, auf mich wirken. Na, ganz im Gegenteil. Also beim Remote Viewing braucht man, das haben wir gerade vorher besprochen, einen ganz stark definierten Anker, um wirklich Sinnvolles rauszufinden, außer man hat Glück und kommt zufällig auf ein anderes Target, das auch sehr spannend ist. Aber würdet ihr mir da zustimmen, genau, Stefan? Also je präziser, desto besser. Also es gibt da so einen Satz aus dem Englischen, der englischen englischsprachigen Remote-Viewer-Szene, der heißt dann Garbage in, Garbage out. Also wenn man Müll formuliert, kommt nur Müll raus, sage ich mal. Also je präziser die Frage oder die Target-Formulierung gestellt ist, desto genauer kann man es eigentlich recherchieren und desto besser kann man hinterher die Mosaiksteinchen zusammensetzen. Okay. Ja, okay. Interessant. Ja. Yeah. Okay, danke für den Anruf. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja. Also bei der Personensuche gibt es halt noch das Problem, dass Personen sich üblicherweise bewegen, wenn sie noch leben.
deswegen ist der Standort festzumachen schlecht. Ja, aber man kann ja die Person direkt selbst anpeilen, oder? Ja, das geht schon. Ja. Nachdem man auch ja auch Konzepte viewen kann, kann man natürlich auch sagen, okay, wo befindet sich diese Person gerade? Ne? Quasi die Person ist dann die Koordinate oder so. Da gibt es auch ein interessantes Beispiel von Ed Dames. Und zwar hat man da eine Person gesucht, die schon seit 30 Jahren oder so vermisst war. Also und das hat man dann so gemacht, man hat quasi die Umgebung anhand der markantesten Umgebungsmerkmale eingegrenzt. Also man hat, glaube ich, formuliert, die markantesten Umgebungsmerkmale, die dem Target am nächsten sind. Das Target war die vermisste Person. Und so hat man halt diese Umgebungsmerkmale immer genauer herausgearbeitet, zusammengestellt und dann halt in der Umgebung gesucht, wo diese Person oder die Überreste der Person halt vermutet wurden. Und ja, dann hat man tatsächlich in einem Flussufergebiet, wo viel Wald war, hat man tatsächlich einen Knochen gefunden. Das war dann auch schon alles. Aber offenbar hat man die Überreste dieser Person dann gefunden, anhand der Umgebungsmerkmale. Das ist ja auch spannend. Also diese Fälle, wo man es wirklich verifizieren kann, die sind ja vor allem die spannenden. Genau. Also zum Beispiel dieses eben klassische Beispiel, wo also Ingo Swann, glaube ich, war es, die Ringe am Jupiter sieht, bevor die NASA sie sieht. Genau. Kann man nicht mehr viel dazu sagen. Also okay, ja, er kann es auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, viele werden sich... Ja? Ja, das wäre auch spannend in Bezug auf den Pluto. Der soll ja jetzt 2015, glaube ich, soll dort auch eine Sonde vorbeifliegen und halt erstmals ein richtiges Foto vom Pluto machen. Ja, das wäre vielleicht ein Target für euch. Also ich habe es schon mal gemacht, allerdings nur eine Einzelsession. Und was darüber kam, war recht langweilig eigentlich. Also ich hatte irgendwie so bräunlich-weiße Farbtöne und viel mehr war da eigentlich nicht. Also der schwarze Hintergrund und also wenn ich dann nicht völlig am Target vorbei war, dann ist es ein sehr langweiliger Planet. Zumindest aus der Entfernung, aus der du ihn jetzt, du warst genau. Da wahrscheinlich irgendwo im Orbit. Ich meine, zu den Mystery Targets jetzt auch noch abschließend, wir haben ja vor der Sendung mal kurz gesprochen, interessant wäre es ja zum Beispiel herauszufinden, was passiert eigentlich bei diesen Entführungserlebnissen. Und ich hatte da gerade unlängst eine meiner Meinung nach sehr interessante Dame on air in einer Spezialausgabe, Heike Habel. Und ihr habt gemeint, ihr würdet das einmal remote viewen. Und zwar würde mich da jetzt konkret interessieren, dieses erste Erlebnis, das ihr auch in der Sendung am detailliertesten beschreibt, 1982 auf dieser abgelegenen Landstraße. Was ist da passiert? Ist da wirklich was passiert? Oder, also wo sie, ihr kennt, glaube ich, das Interview? Ja, ich kenne das. Okay. Ich hab das gehört. Also das wäre doch vielleicht ein interessantes Target, oder? Könnte man machen. Ja, also die Person muss natürlich damit einverstanden sein. Okay. Und ja, das könnte man mal probieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, warum Heike damit nicht einverstanden sein soll, weil sie möchte selber herausfinden, was da passiert ist. Also vielleicht können wir das ja einmal machen und dann würden wir einfach, wann immer ihr dann damit fertig seid, einmal ein Update machen zu dieser Sendung und ja, dann könnten wir mal dieses Erlebnis, das Heike da hatte vor 30 Jahren aus eurer Sicht beschreiben. Genau, könnte eine Weile dauern, weil muss man dann ja quasi in den Targetpool reinschieben, damit keiner Verdacht schöpft. Also soll keiner eine Vorannahme haben, was er jetzt tut. Aha. Das heißt, man macht das üblicherweise so, man hat seinen Targetpool, sagen wir mal 100 Bilder und das meiste davon sind irgendwelche Trainingstargets, als wenn man einfach eine Postkarte in den Umschlag schiebt oder irgendein ein ganz normales Foto halt, nichts Spektakuläres. Und aber ein kleiner Teil von diesem Targetpool besteht dann halt aus Projektarbeiten, also Targets, die man projektmäßig abarbeiten möchte. Und das macht man halt so, dass man keine Vorannahmen hat. Also dass das so vermischt und vermengt ist von der Anzahl her, dass keiner der Viewer jetzt annehmen kann, ja, das wird jetzt wahrscheinlich die Entführung sein oder so. Deshalb kann das eine Weile dauern. Okay, aber vielleicht könntet ihr das einmal in den Drink Pool reintun und dann könnten wir ihn... Genau. Also das, ich fände es sehr interessant. Ich meine, war natürlich eine sehr kontroverse Sendung und es gibt alle möglichen Annahmen bis dahin, dass das natürlich alles blanke Einbildung war. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit im Moment, da jetzt wirklich herauszufinden, was da tatsächlich passiert ist, als über solche Methoden vielleicht, weil, naja, das gibt ja keine Aussage. Ich wäre auch gespannt, also ja. Was da rauskommt, weil es vermischt sich ja teilweise auch tatsächlich mit
ja, Bewusstseinsphänomenen und solchen Aspekten, dass es über das Physische hinausgeht. Und da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommen könnte. Ja, ja. Generell bei solchen. Also vielleicht wollt ihr, wenn ihr Heike mal anmailen wollt oder so, ich glaube, ihre E-Mail ist eh online, beziehungsweise die kann ich euch gerne geben. Und falls ihr sie vorher fragen wollt, wobei ich glaube jetzt nicht, dass sie da irgendwas dagegen hat. Ganz im Gegenteil, ich glaube, die freut sich drüber, weil sie möchte ja auch wissen, was da passiert ist. Alles klar, interessante Idee auf jeden Fall. Okay, also würde mich sehr freuen, würde mich auch sehr interessieren. Jetzt, wenn man sich das anhört, natürlich, klingt sehr spannend, klingt vor allem, ich meine, die Möglichkeiten sind natürlich immens. Wenn man es jetzt für Wetten und so oder fürs Lotto einsetzt, Christian, da hast du ja nicht so gute Erfahrungen gemacht, oder? Ja, das Problem ist, dass man das scheinbar alleine, also wenn man alleine viewt, nicht wirklich gut gebacken bekommt. Da braucht man schon ein gutes Team, das auch regelmäßig zusammenkommt und auch dran arbeitet. Also diese Methode, wie man sie in der Doku gesehen hat, die ist nicht ohne Tücken. Aber ich arbeite weiter dran. Ist eines unserer Forschungsprojekte, sozusagen. Ja. Das ist eigentlich ein ständiges Projekt von uns. Okay. Jemand hat dann noch eine gute Idee im Chat. Vielleicht könnte man auch Blackjack reviewen. Viewen. Ja, also das finde ich, also Jack Black, wie auch immer, als er damals in dieser Basis in New Mexico mit seinem Vater irgendwo in diesem unterirdischen Raum sitzt und dieser Alien im anderen Raum und ihm wird schlecht. Diesen Moment. Das wäre doch ein wirklich interessantes Target, oder? Ja, da müsste man sich vorher eine möglichst neutrale und präzise Target-Formulierung ausdenken. Ja. Und aber wenn man das hinkriegt, dann könnte ich mir durchaus sowas vorstellen. Also wenn Heike zum Beispiel jetzt partout nicht will oder wenn das irgendwie nichts wird, das wäre, finde ich, meine Alternative. Mhm. Und das würde ich ganz einfach machen. Also ja. Blackjack ist eh anonym, also das ist, finde ich, okay. Das kann man, glaube ich, einfach machen. Müssen dann natürlich auch Leute viewen, bei denen das kein No-Go ist. Also wenn Aliens involviert sind, das mögen halt viele nicht. Ja, verstehe ich. Wenn die Aliens vor allem dann bemerken, dass man sie gerade viewt, Ja, das können die offenbar durch Raum und Zeit. Also das war auch bei diesem Dreiecks-UFO in Belgien so. Das wurde 20 Jahre später geviewt, nachdem es dort rumgeflogen ist. Und die Insassen haben die Viewer offenbar auch trotzdem bemerkt. Ja, wobei ich meine, man kann das ja in dem Moment, wo also überhaupt klar ist, dass das ein Alien ist, kann man das ja auch schon abbrechen wieder, ne? Das wäre eigentlich das, was mich jetzt wirklich interessieren würde. Was war dahinter dieser Wand? Erstens mal natürlich, ist es wirklich so passiert, wie er es uns erzählt hat? Oder ist das eine falsche Erinnerung? Oder hat er sich einfach ausgedacht? Kann man auch nie ausschließen. Und dann natürlich, war das wirklich eine Lebensform, die nicht von der Erde ist? Genau. Oder eine Lebensform, die jetzt genetisch völlig unterschiedlich ist als der Mensch. Das würde ja auch schon reichen, ne? Natürlich schon ein ziemlich anspruchsvolles Target, weil man weiß es nicht, wenn es, sage ich mal, Einbildung oder Erfindung ist, dann kann man auch durchaus diese Geschichte beschreiben, sage ich mal. Allerdings merkt man teilweise schon, wenn es nichts Physisches ist. Okay. Wenn man jetzt, man fällt dann auf die Geschichte zurück, die derjenige beschreibt. Genau. Auch wenn man das komplett genau festlegt, nein, es ist irgendetwas in den Vereinigten Staaten, also dann auch noch? Also was ich jetzt sagen wollte ist, wenn man jetzt ein geistiges Target View, zum Beispiel eine Vorstellung, eine reine Vorstellung, an die kein reales Ereignis geknüpft ist, dann scheint man das auf gewisser Weise bemerken zu können, weil das fühlt sich anders an. Das sind dann sogenannte Soft-Targets, also genau wie Emotionen einer Person.